Gutenberger hier. Ich habe letztens meine neue EP Manta rausgebracht und wollte euch kurz zeigen, wie beim Titeltrack die Bassline entstanden ist. Und zwar ist das vielleicht nicht ganz so gewöhnlich. Entstehung ist hier im Prinzip. Der Synthi, der den Bass spielt, ist der Korg Volca. Dessen Audiosignal geht erstmal hier durch dieses Steckbrett. Das ist eine Verzerrerstufe, die ich hier regeln kann, wie stark eben die Verzerrung ist und wie stark Obertöne dazukommen. Dann geht es hier weiter in ein spannungsgesteuertes Multimode-Filter, das man hier steuern kann. Und von dort geht es weiter durch eine Röhre durch, um den Sound also nochmal ein bisschen mehr anzufetten. Das Ganze macht Sinn, weil der Korg-Volca, der ist zwar ganz nett und so, aber man kann da eben noch wesentlich mehr rausholen, indem man auf analoge Art, zum Beispiel wie jetzt hier, den Sound noch etwas modifiziert. Und das Ganze wird dann eben hier aufgenommen in Ableton Live. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz anhören, das ist jetzt mal nur der Bass. Klingt das dann so?